Hey ho, Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Ja, Tari ist da, Rayon ist da, alle sind da, Leute. Und ich seid auch ihr da. Das ist ein bisschen eigenartig hier. Neue Anspielung. Ich habe was Neues rausgefunden bei dem Spiel hier. Cut und Transport. Teleport. Wohnviertel Kelchkuppe. Hat meine freie Gesellschaft eine Unterkunft, habe ich gerade gesehen. Wollen wir da mal hin? Da wollen wir mal hin, oder? Da wollen wir auf jeden Fall mal hin. Ich will sehen. Hat unsere freie Gesellschaft dann ein Häuschen stehen? Ich würde das feiern. Ich würde es auf jeden Fall feiern. Ich war auch noch gar nicht, also. Das ist neu, auch für mich. Ich dachte mir, da ich das gerade entdeckt habe, schauen wir uns das gemeinsam an. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt mega gespannt. Vielleicht haben wir ja so eine Gilden. So einen Gildenpalast. Auf jeden Fall heftig. Oh. 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 Okay, das ist anscheinend das Wohnviertel. Das ist der Eingang in unsere Gildenbutze. Das scheint so, ne? Ich gehe auch mal in die First Person an sich. Das ist hier, glaube ich, ganz nice. Wir haben Chocobos. Darf ich die? Okay. Ich muss im Training unterwiesen werden. Das ist ja nice. Wir haben eine eigene Butze. Heftig. Wird hier was angebaut? Was wird hier angebaut? Okay. Die Sonnenzitrone in Saft und Kraft. Okay. Düngen. Pflanze pflegen. Pflanze ausreißen. Sollen wir gemein sein? Nee, die Pflanze pflegen. Wir pflegen die Pflanze. Die Pflanze strotzt für Gesundheit. Sieht man das jetzt auch? Hat Zari jetzt was gemacht, oder? Ich will sehen, ob da auch was wirklich passiert. Wieslands Basilikumsblatt. Das Ganze pflegen. Du triffst aber nicht wirklich, muss ich dir schon sagen, Zari. Also im Kampf triffst du besser. Glück auch. Finden wir überhaupt ein Gildenmitglied hier? Oder ein Mitglied der freien Gesellschaft? Können wir den hier ins Treffen? Also rein theoretisch schon, aber ist da gerade nicht online? Es sind welche online, das weiß ich auf jeden Fall, aber... Aber nicht hier, wie es aussieht. Mann. Ja, das Gebäude betreten. Ich will sehen, wie es in meiner Butze aussieht. Nice. Gefällt mir auf jeden Fall. Da müssen wir uns also gar kein eigenes Haus kaufen. Da hat unsere freie Gesellschaft hier schon was. Ich hatte recht mit Palast. Oh. Hi. Haben wir doch Mitbewohner. Okay. Will ich mich hier in Ruhe um seine Reparateurin, Materiallieferantin. Was kannst du mir liefern? Ware, Nutzholz, Metall, Baustein, Knochen, Leder, Ware, Stoff, Reagenz, Zutat. Zimt. Oh. Schon mega nice. Das kostet auch was. Okay. Das natürlich, macht natürlich Sinn. Ah, nice. Richtig nice. Ach, der handelt gerade mit dem Typi hier. Dort. Den Trödler. War ein Gartenbau. Katalysatoren, was denn das? What? Was ist das für ein Zeug? Mysteriöses, du kannst sogar Materie assimilieren und sämtliche Eigenschaften der kopierten Materie übernehmen, was sie zu einem perfekten Material für Reparaturen und Ausrüstungsgegenständen der Stufe 1 bis 10 macht. Ah, okay. Okay, okay, okay. Was sagst du dazu? Meine großgebaute Elfenfreundin, wie es aussieht. Okay, sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Aber ich muss sagen, das Haus ist vom Stil her nicht ganz mein Fall. Das muss ich schon sagen. Und ich muss hier mein Mikro ein bisschen zurechtrücken. Sonst hört man mich wahrscheinlich gar nicht. So. Ja, das Haus ist nicht ganz mein Fall, muss ich schon sagen. Also von der Ausstattung her. Aber es ist schon besser, ein Haus zu haben, als gar kein Haus zu haben. Eingang zu anderen Zimmern. Okay. Nee, wir gehen zuerst noch... Zuerst in die erste Etage. Was gibt's hier drüben? Ist das die Küche? Kann ich... Mann, klasse Gourmet genutzt werden. Oh Mann, wir müssen Gourmet werden. Was ist das hier? Handwerker. Oh Mann. Was ist das hier? Alter, was es hier alles gibt.
Alter, seht ihr das mal an, die ganzen Gerätschaften hier, die man hier nutzen kann. Heftig. Ich dachte, wir haben keine Butze. Gehe ich immer nach oben. Okay, können wir nicht öffnen oder so? Können wir sie hinsetzen vielleicht? Nein, können wir nicht. Ein Tisch, wo man sich nicht hinsetzen kann, macht aber überhaupt keinen Sinn. Was ist, wenn man mit seinen Kollegen ein bisschen plaudern will? Einfach mal auf ein Schwätzchen treffen, die hier am Tisch besinnen. Aber nein, geht natürlich nicht. Was ist das hier? Komme ich hier durch? Das ist doch eindeutig eine Tür. Oder aber nicht. Das ist keine Tür. Auch egal. Ach, die Räume sind noch alle ziemlich leer. Also muss auf jeden Fall noch was gemacht werden, Leute. Aber ist auf jeden Fall schon sehr... Oh. Haha, Bug-Using. So. Oh, wahrscheinlich kein Bug-Using, aber egal. Das steht ja immer noch da. Ich glaube, die ist AFK. Schlangenfürstin. Okay, dann werden wir der Schlangenfürstin mal nicht zu nahe treten. Wir gehen einfach mal eine Etage tiefer. Mal sehen, was wir da so finden. Auch nicht viel. Ich habe besser gesagt, gar nichts. Schade eigentlich. Echt schade. Näh, komm ich hier um die Ecke. Ich bin echt nicht gewohnt, so zu laufen. Ich glaube, wir laufen trotzdem mal so. Ich muss trotzdem mal näher ran, weil sonst ist das ein bisschen doof, wenn sie um die Ecken hechtet. So, hier. Hier sind wir noch das Zimmer, ne? Ja. So, Eingang zu anderen Zimmern. Gesellschaftswerkstätte betreten, ein bestimmtes Zimmer betreten. Gebäude, ein persönliches Zimmer erweitern. 300.000 Jill. Alter Schwede, 300.000. Musst du den geforderten Geldbetrag mindestens eine Klasse Stufe 50 erreicht haben. Boah. Außerdem muss dein Rang in deiner staatlichen Gesellschaft mindestens zweiter Sturmbootsmann, zweiter Schlangenpriester beziehungsweise zweiter Legionsfähnrich sein. Okay. Ah, dann kriegen wir ja kein eigenes Zimmer. Alter, wenn hier schon ein Zimmer 300.000 kostet, was hat denn die ganze Putze hier gekostet? 3 Millionen, ja mindestens, oder? Och Mann, ich fühle mich so klein, ich mit meinem Betrag da unten. Und ich habe ja fast auch nie was ausgegeben. Das ist mein ganzes Erspartes, Leute. Wie kann ich das... Oh. Kann ich mir ein leeres Zimmer nehmen und das einfach besetzen? Ne, okay. Also das sind die ganzen Gildenmitglieder im Moment, ne? Von. Keine Idee, dieses Zimmer ist nicht öffentlich zugänglich. Das ist doch öffentlich, oder? Das Zimmer ist von Orochimaru-sama. Orochimaru ist ein bisschen anderer Charakter. Das passt eigentlich nicht so in wirklich in Final Fantasy, aber egal. Wenn wir so öffentlich sehen, was ist das mal an? Ich finde das gerade voll interessant, die ganze Butze hier zu betrachten. Ich finde das richtig interessant. Wie das hier eingerichtet hat, mal schauen. Bitte nach Bunso. Seid ihr hier Metallboden? Ist ja nicht mal so. Der hat eine ganze Metallwand. Ich glaube, das steht auf dieses metallerne Zeug. Der würde eigentlich besser zu diesem Galear passen. Und hier dann Sarg oder was? Was geht bei dem ab? Ist das Papier oder was? Alles klar, ist das ein Sarg. Aber du kannst nicht anklicken. Schade eigentlich. Alter, steht, was ist das hier? Kann ich auch nicht anklicken. Das kann ich auch nicht anklicken. Manno. Kann ich auch nicht anklicken, Mann. Oh, scheint ein richtiger Vampirfürst zu sein. Hier sieht man mal den Sarg hier an. Richtig heftig. Zimmer verlassen. Ein bestimmtes Zimmer. Ein bestimmtes Zimmer betreten, bitte. Kommen wir noch in irgendein anderes. Ich glaube, das bedeutet, dass es öffentlich ist. Die sind einfach. Ach, das ist doch öffentlich. Woran sehe ich, dass die öffentlich sind? To enter. Also das da hinten bedeutet, dass die öffentlich sind, dieses blaue Zeug, denke ich mir. Okay. Francis Squidslipper. Okay, ab zu Francis Squidslipper. Ich finde das trotzdem voll interessant, hier einfach mal die Bude zu besichtigen. Okay, das sieht schon mal ein bisschen natürlich aus. Ist aber auch nicht wirklich eingerichtet, muss ich sagen. Und dieses ein so kleines Zimmer soll 300.000 kosten? Okay, habe ich schon mal ein nice Bett. Aber 300.000? Ist das euer Ernst? Das ist doch einfach nur... Ah, nee. Nee. Das
Ah, jetzt ist Lea. Achso, ja, die blauen bedeuten das Dingens, ne? Dass man da rein darf. Okay, 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 okay. Ich hab's gecheckt. Würde ich sagen, das Zimmer verlassen. Das ist schon ziemlich heftig. Wenn so ein kleines Zimmer schon 300.000 kostet, werden wir wahrscheinlich nie ein eigenes Haus haben. Ich würde schon gerne das ganze Zeug hier nur für Zari einrichten, in so einen richtigen Palast. Aber Leute, wenn ihr wollt, dass wir das zusammen machen, könnt ihr mir gerne per N auf der Playstation schreiben, dann können wir mal ein bisschen zusammen Geld farmen. Und vielleicht den Palast unserer Träume aufbauen. Vielleicht, alles ist möglich. Wie sagen, verlassen wir mal die Butze und sehen uns hier ein bisschen um. Dann, wenn wir schon hier sind, können wir uns gleich das andere Zeug hier besichtigen. Ich bin auch nach Uldar zurückgereist übrigens, weil ich dachte, hier geht die Gildenquest weiter. Also nicht die Gildenquest, sondern die Hauptquest. Aber hier seht ihr hier, Ruf des Meeres. Wir müssen mit Baderon sprechen. Mhm. Das heißt, wir müssen wieder zurück nach Lanoskia, oder wie das heißt. Nach Limsalominsa. Dann können wir uns hier mal umsehen, wie die Häuser hier im Allgemeinen so aussehen. Hier alle doch ziemlich spacig aus. Die kann ich natürlich alle nicht betreten, oder? Weil ich nicht Teil der Gilde bin. Oder? Ich kann. Das ist doch nicht mein, oder? Gehilfin. Wie kannst du mir helfen? Ach so, die kann. Die Gilde kann hier quasi. Ich sag immer Gilde, die freie Gesellschaft kann hier quasi Sachen zum Verkauf anbieten. Aber mein Fräulein. Wir sind freizügig, sind wir schon hier, oder? Ich weiß ja nicht, wie das hier so gedacht ist, aber... Na gut, muss jeder selber wissen, ne? ja, Eingang. Wir können hier wirklich jedes Gebäude betreten? Was? Ich könnte hier jedes Gebäude von irgendeinem Fremden betreten? Oder kann man das aussuchen, ob man das betreten lassen darf oder nicht? Das hier beispielsweise... Gefällt mir schon um Längen besser. Also nicht die Stofftiere hier. Die sind zwar auch so süß und so. Aber hier der Boden, der sieht richtig edel aus. Ich weiß, das ist jetzt nicht so ein Riesenhaus. Aber. Geht's runter? Das würde schon reichen. Das reicht doch als Haus. Braucht ja nicht so ein mega großes Ding. Ich habe ein Doppelbett. Das würde schon reichen für die Zari. Das ist, glaube ich, größte Kleine. Es gibt, glaube ich. What? Hörte die Musik? What? Wo kommt die Musik her? Ist die im Spiel implementiert oder kann man das hier in Räumen einstellen? Weil davon habe ich auch mal gehört, dass man im eigenen Haus quasi so eine Musik anmachen kann. Das ist ja mega nice. Kann ich die Musik hier irgendwo klauen, bitte? Das einfach mal genießen, Leute. Ach, die Final Fantasy Musik ist einfach nur so schön. Ich kann das jetzt nicht anhören. Ich nehme doch gerade auf, Mensch. Hinten muss noch eine Treppe nach oben sein, eigentlich. Ausgang. Oh, schön. Aber wie komme ich da hoch? Hier ist noch eine Treppe nach oben, oder? Oder einfach nicht. Schön. Die Musik gefällt mir, die ist einfach schön. Ich weiß, heute in der Folge gibt es wirklich viel Action. Wir erkunden einfach mal das ganze Zeug hier und das geht auch zu Final Fantasy dazu. Ja. Wir sehen ja von hier nicht die. Oh, ein Liebesbrunnen. Schön. Komm ich von hier hin vielleicht? Oh nein, komm ich nicht auch. Aber so ein kleines Häuschen. Schreibt mal in die Kommentare, wer weiß, was sowas kostet. Da will ich gern hinsparen. Ich weiß natürlich, dass ich es dafür ewig brauchen werde. Aber ich würde darauf gerne hinsparen. Ich nehme hier irgendwo. Kann man hier eigentlich auch ansehen, ob sie frei. Das ist ein freies Grundstück oder wie ist das? Wo kann ich hier sehen, ob irgendwo ein freies Grundstück ist? Was sind das hier zum Beispiel? Raubans Arm. Okay.
48, 49, 58, okay. Also hier geht's noch weiter. Aber wo sehe ich welche? Sind die alle vollgebaut, die Häuser? Oder wo sehe ich, was da frei ist? Da ist ja gar nichts frei. Händler, Krämergänge, Erweiterung, Kuppenmarkt, Unterkunftsbeamter. Hier will ich hin. Wo bin ich überhaupt? Okay, ich gehe in die völlig falsche Richtung. Gut, dann mal um. Ich will zum Unterkunftsbeamten. Aber das ist ja unsere Putze, ne? Richtig in Erinnerung? Nein, das ist nicht unsere Putze. Ja, aber doch. Nee. Okay. Ich will auf jeden Fall zu dem Unterkunftsbeamten, um mich mal ein bisschen zu informieren, was das alles hier finanziell so kostet. Hier, Informationstafel. Das ist ja nice. Informationstafel, könnt ihr brauchen. Hier. Heavenly Blue, Grundstücksprofil. Okay, okay. Das nehme ich sogar gern durch. In jeder Anwesenheit steht eine Informationstafel, auf der man den Grundbesitzer erfährt. Okay. Ja, okay. Besitzer. Großwort Welcome. Ich stelle schnell diesen Preis, um das zu verkaufen oder so. Ja, okay. Wo ist jetzt der Typ hier, der hier mir irgendwas von Grundstücken erzählt? Noch ein Beamter hier. Hi. Besitz zurückfordern. Ankünfte zu Unterkünften. Auskünfte zu Unterkünften. Hier, das will ich. Einen schönen guten Morgen. Wenn du irgendwelche Fragen über die privaten Unterkünfte hier auf der Kelkgruppe hast, kannst du dich gerne an mich wenden. Ja, gerne doch. Oh. Was ist mit dem Ort auf sich? Wissen wir, was ist so Grundstück kaufen und was kann ich. Wie? Ja, das sind, was müsstest du fragen? Was sind Grundstücke? Wie kann ich Grundstücke erwerben? Wie kann ich ein erworbenes Grundstück zurückgeben? Verliere ein Grundstück, wenn ich es nicht nutze. Da muss man zunächst einmal unterscheiden, ob du das Grundstück für dich selbst oder im Namen deiner freien Gesellschaft kaufen willst. Beides ist ein wahres Kinderspiel. Nun ja, ein Spiel ist es wohl nicht wirklich. Bisher war auch noch kein Kind hier, das auch nur annähernd genug Jill hätte, um mein Interesse zu wecken. Geschweige denn, sich ein Grundstück leisten zu können. Haha, außerdem gibt es verschiedene Bedingungen. Um dir ein persönliches Grundstück zu kaufen, musst du in einem Charakter 50 Jahre alt haben. Nein, fuck! Oh Mann, scheiße. Das gibt's doch nicht. Außerdem musst du in deiner staatlichen Gesellschaft mindestens den Rang eines zweiten Sturmbootsmanns zeigen. Okay. Was ist, wenn ich keine staatliche Gesellschaft innehabe und so? Falls du für die Freigesellschaft Grund und Boden kaufst, musst du innerhalb deiner Gesellschaft natürlich das Recht des Grundstückskaufs besitzen. Der Preis ist aber in beiden Fällen dieselbe. Direkt vor jedem Grundstück befindet sich eine Informationstafel. Lies sie dir aufmerksam durch, denn auf ihr findest du den gegenwärtigen Verkaufspreis in Jill. Dieser wird alle 6 Stunden Stück für Stück gesenkt, bis ein bestimmter Mindestverkaufspreis erreicht ist. Wie lange du wartest, bleibt allein dir überlassen. Es gilt Folgendes zu beachten. Wenn sich ein Mitspieler schneller entscheidet und das Grundstück von vor dir erwirbt, gehst du leer aus. Ist logisch. Und du musst dich nach einem anderen Grundstück oder Bezirk umschauen. Ach Mann. Oh Mann. Ja, Einrichtung gestalten, aber brauchen wir noch nicht irgendwie. Brauchen wir noch keine Gedanken machen. Wir müssen irgendwie mal zuerst an ein Grundstück kommen. Krämerin, interessiert mich nicht. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen herum und schaue, wie ich allgemein mit Grundstücken aussieht. Wir können einfach mal zurückgehen. Erweiterung, Gruppenmarkt. Ich weiß ja, dass es Grundstücke sowohl in Uldar, in Kritania und auch in Limsa-Luminsa gibt. Ich habe gehört, dass in Uldar das Ganze ein bisschen günstiger sein soll. Bin ich da richtig informiert? Ich glaube schon. Da ist eine Informationstafel. Das Grundstück hier ist nicht leer, aber das sieht ziemlich unbewohnt aus eigentlich. Lord of Silent Dream, Kelkgruppe 12, Bezirk 34, Mittel. Kein Grußwort verfasst. Das heißt, wir sind sehr willkommen. Ich will jetzt endlich mal wissen, was so ein Grundstück kostet. Das ist mein Ziel der heutigen Folge. Was sehr cool ist, weil wir schon 19 Minuten am Aufnehmen sind. Ich will nicht das dunkle Loch. Oh Mann. Aber Leute,
Ich würde sagen, eine Zarena mit einem coolen Äuglein. Ja, du bist süß. Ich habe mir auch Zarena als Hintergrundbild jetzt gemacht. Ja. Da war so lange Minecraft, aber jetzt ist Zarena auf meinem Hintergrundbild auf meinem Laptop. Ist schön, ich weiß. Ja, ich würde sagen, in der Zwischenzeit, also zwischen den zwei Folgen jetzt, werde ich versuchen herauszufinden, was so ein Grundstück kostet. Ich werde vielleicht ein Grundstück suchen, das noch nicht bebaut oder bewohnt ist. Und ja, dann werden wir uns in der nächsten Folge mit ein bisschen mehr Gewissheit treffen und wahrscheinlich auch bei der Quest weitermachen. Also in der nächsten Folge wird es wieder ein bisschen spannender. Diesmal wollte ich einfach nur ein bisschen herumgrübeln. Ich weiß, viele Leute machen das einfach offscreen, weil das vielen Zuschauern nicht interessiert. Aber ich will das im Let's Play drin haben, weil es einfach reingehört. Deswegen, in diesem Sinne, das ist auf jeden Fall eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat oder eben nicht. Und ja. Rian sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und ja, Tari sagt natürlich auch ciao.